Hallo und herzlich willkommen, liebe Gartenfreunde, hier bei Gartenzeit TV. Traditionell schmückt man ja den Weihnachtsbaum so um den 6. Januar herum ab und dann sieht man eigentlich nur noch solche Reste von Weihnachtsbäumen, die dann überall an den Straßenrändern zu finden sind. Wie man nun aber den Weihnachtsbaum weiterhin nutzen kann, das sehen Sie jetzt. Tja, liebe Zuschauer, hoffen wir, dass der Winter, der noch irgendwann jetzt kommt, nicht allzu hart ausfällt. Und mit den Bildern von der jetzt blühenden Christrose verabschiede ich mich von Ihnen und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
Bis dahin. Tschüss.